Computational Thinking mit PwC Microbit. Lerne meine Ausrüstung kennen. Damit du mit mir arbeiten kannst, musst du mich zuallererst mit Strom versorgen. Das geht mit Hilfe der optionalen Batteriebox. Oder indem du mich über ein Mini-USB-Kabel an den Computer anschließt. Das Quadrat, das du in der Mitte siehst, sind 25 LEDs. Man nennt das auch die LED-Matrix. Dort kann ich einen Text als Laufschrift ausgeben oder einzelne Buchstaben, Zahlen und Symbole anzeigen. Links und rechts von meiner LED-Matrix findest du die Buttons A und B. Du kannst also bestimmen, was ich tun soll, wenn du mich ganz fest drückst. Ein bisschen Luxus muss sein. An meine 5 goldenen Pins kannst du weitere Bauteile und Sensoren anschließen oder mich in einen Stromkreis einbinden. Krokodilklemmen können da sehr hilfreich sein. Hey, dreh mich doch mal um! Dort hast du einen freien Blick auf den Prozessor, also mein Gehirn. Ich sage nur klein, aber oho! Zudem kann ich über den Lage- und Beschleunigungssensor feststellen, ob du mich gerade fallen gelassen, nach rechts gedreht oder auf den Kopf gestellt hast. Mir entgeht also nichts. Hey, aufhören! Mir wird ganz schwindelig! Damit ich mich in der Welt orientieren kann, verfüge ich auch über ein Magnetometer. Du kannst mich also auch als Kompass verwenden. Zudem bin ich eine mobile Wetterstation. Ich kann die Temperatur messen und feststellen, ob es hell oder dunkel ist. Und zu guter Letzt bin ich auch ein geselliges Wesen. Über Bluetooth kann ich Nachrichten an andere Microbits versenden und auch Nachrichten empfangen. Wie du vielleicht weißt, gibt es 2 Versionen von mir. In der neueren Version habe ich noch mehr zu bieten. Ich verfüge über einen Lautsprecher, über den ich Töne und Melodien abspielen kann. Das hört sich dann beispielsweise so an. Die neuere Version von mir besitzt zudem ein Mikrofon, über das ich die Lautstärke in der Umgebung messen kann. Ich kann dann unterscheiden, ob du mit mir flüsterst oder mir etwas laut vorsingst. Ganz versteckt findest du oberhalb der LED-Matrix meinen neuen Touch-Sensor. Aufhören, das kitzelt! Wie du mir sagen kannst, was ich tun soll, erfährst du dann im nächsten Video.